Hallo und herzlich willkommen zurück zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Mittlerweile sind wir in der unschlagbaren Woche 10. Und ich bin mal gespannt, in Woche 9 ist Livers verstorben. Und ich habe so die Befürchtung, dass die beiden auch nicht mehr lange haben. Aber das ist ja kein Problem, weil Danik ist ja jetzt ein Erwachsener. Muss ich noch mal ändern. Ich habe in der Woche 9 was Falsches hingeschrieben. So. Und dann kann Danik seinen kleinen Bruder dann für ihn sorgen. Und wir schauen mal, ob wir bei ihm das sogar noch besser hinkriegen mit den Manieren, Bedürfnissen, sonst was. Er ist ja mitfühlend, hat gute Manieren, verantwortlich und ja. Wir können übrigens mal gucken, dass wir ihm hier mal was gönnen. Was gibt's denn hier für 3000? Guter Küsse, auf jeden Fall sorglos. Sind nie angespannt. Die Beziehung stauben nie ein. Das ist auch geil, ne? Was? Sims mit Beziehungen beginnen jede Karriere mehrere Level höher. Okay. So heißt das also. Antiseptisch, der wird nie mehr dreckig. Nee, es ist auch blöd. Ich würde sagen, wir nehmen das mal, damit der schnell befördert wird. Dann hat er noch 1000 Mentor. Aber er hat ja noch nicht in so vielen Sachen Level 10 erreicht. Großer Erzähler. Ich würde ihm mal Blitzleser geben. Dann kann er auf jeden Fall sich aus Büchern ein bisschen was aneignen. Wir haben ja da jetzt genug. So, er muss noch drei Gemälde in einem Museum bewundern und betrachten. Dein Kleinkind, Kind oder dein Teenager fünfmal maßregeln. Aber das hat er ja nicht mal nötig. So, sie hat ja ihr Lebenstraum mittlerweile mal erfüllt, fällt mir so ein. Kann ich ja auch mal hinzuschreiben. Lebenstraum erfüllt. Ich habe ja immer so eine Übersicht, weil ich sonst echt nicht mehr weiß, was ich alles hier noch dazu schreiben muss. Und dann ist das ganz leicht, dann kann man das einfach mal entspannt ablesen. So, er müsste mal aufs Klo und muss sich bei Hausaufgaben noch zweimal konzentrieren. Muss er denn noch mal Hausaufgaben machen? Nein, muss er nicht. Wann wird er denn älter? In 6 Tagen. Ja, da kriegen wir es auf jeden Fall hin, das Genie-Dings fertig zu machen. Ich weiß aber auch noch gar nicht direkt, was wir ihm jetzt für wie heißt es jetzt, für einen Beruf so geben sollen. Das müssen wir uns ja noch aussuchen. So ein Wissenschaftler wäre nicht schlecht, aber das ist ja wieder so Traumkarriere, glaube ich, ne? Da müssen wir mal gucken. So, du. Ja, du könntest auch mal dringend pinkeln und kacken gehen. Weißt du was? Du musst nicht ganz so dringend, du gehst mal eine Etage höher. Wobei, du gehst jetzt erstmal das Essen für Amun auffüllen. Dann darfst du hier das Klo verwenden, nachdenklich duschen. Darfst das Bett schon mal beanspruchen. Und dann darfst du das Rechenspiel spielen. Du gehst jetzt mal hier unten auf die Toilette und so. Nachdenklich duschen. Dann darfst du mal Frühstück servieren. Pfannkuchen. Was haben wir denn noch in unserem Kühlschrank? Ich würde es jetzt echt mal aussortieren hier. So das alte Essen. Hallo? Wäre immer noch Kuchen drin von sonst wann? So. Der hat noch einen Kaffee im Inventar. Kann man auch mal entfernen. Was ist mit dir? Du bist müde, aber du darfst den Hund noch mal streicheln. Streicheln.
Leckerchen geben. Der muss mal ganz dringend, glaube ich, Würsten kennenlernen und er verbrennt. Das war jetzt nicht so geplant. Jetzt habe ich alle hier befehligt, nur ihn nicht. Was braucht er denn? Ach ja, er muss ja die Gemälde im Museum begutachten. Mein Mausrad funktioniert manchmal nicht mehr richtig. Aber ich bin sowas von pleite, dass ich mir nicht mal so eine 10-Euro-Maus kaufen könnte. Und ich Sarah bald die Maus klauen muss. Weil das ja eigentlich meine ist. So ein Gemälde anfertigen, abgeschlossen. Er ist Maler Level 4. Stimmt, das muss ich auch nochmal aufschreiben. Ich bin heute so unvorbereitet gefühlt. So, wir sind ja Karriere Level 9, ne? Ich würde gerne noch die Karriere Level 10 erreichen, ehrlich gesagt. Aber wir gucken mal. Er ist, glaube ich, gleich mit Isaiah, ne? Nee, Quatsch, mit Danik. Danik ist besser in der Karriere als sein Stiefvater, aber okay. Ja. Gut, er kocht. Und du bist selbstsicher. Dann darfst du schon mal ein selbstsicheres Gemälde anfertigen. Dann hast du ja zum Glück noch Essen im Inventar. So, wir machen das mal ein bisschen schneller. So, wir sind mit dem Hund BFF geworden. Er ist konzentriert. Okay. Deaktivieren. Es wäre vielleicht mal gut. Also Isaiah kommt dann immer hier hoch und macht Hausaufgaben. Oder beim nächsten Mal besser gesagt, damit er auch konzentriert Hausaufgaben macht. So, du trinkst jetzt aber erstmal. So. Oh, mir fällt auf. Moment. Money, wir waren bei 7071, aber da wurde gerade was abgezogen. Deswegen gebe ich uns jetzt einfach mal 7000. So. Ich bin heute so unstrukturiert, aber egal. Die Woche ist immer lang. Ich muss ja alles am Wochenende aufnehmen und hoffe, dass ich hier hinkomme mit der Zeit. Weil ich ja dann, ich nehme jetzt hier ein bisschen was auf. Ich werde es wahrscheinlich nicht mal ganz schaffen. Dann werde ich Mittag essen, dann zum Spieleabend fahren. Dann werden wir da noch immer ein Abendessen und ein bisschen viel geplant auf jeden Fall. So. Gucken wir mal. Er macht wieder so ein geiles Rennautomotiv. Ich finde ja das zweite Wohnzimmer hier auch sehr geil. Ich wollte gerade sagen, ich muss das Töpfchen noch verkaufen, aber das ist ja bei Livos und gar nicht bei mir. So, der Doggy ist da. Du hast doch einen Kaffee im Inventar. Es ist Flohmarkt. So, sie geht erstmal wohin? Das ist keine schlechte Idee. Dann darfst du dein Mittagsschläfchen machen, meine Liebe. Er steht hier, er steht genau. Er sitzt vor seinem Rechner und denkt an Aliens, während er Matheaufgaben löst. Das ist so ein richtiger Streber eigentlich, ne? Warum ist die Tür gerade geistermäßig aufgegangen? Ich finde geil, er gibt da ja einfach nur mit der Maus Zahlen ein. Warum klatscht er da so auf der Tastatur rum? Was für einen Mehrzwecksinn hat das? Egal, ich hinterfrage das nicht. So, mental ist er schon Level 7. Gut, er muss ja eh im Rechenspiel oder so die höchste Punktzahl erreichen und so ein Kram. Du gehst jetzt erstmal verkaufen. Oh, er macht sauber. Das ist eigentlich nicht schlecht. Okay. Das ist in der Tat ein Problem hier. Weil er als Vampir ja einfach hier reinfliegen kann. Ach so. Ich habe ja eh was vergessen. So, Tür abschließen für jeden. So, das legen wir mal als Haustür fest. Das schließen wir auch mal ab. So.
Dann werde ich jetzt mal Livos seine Sachen einfach in meinen Geschirrspüler packen. Oder in meinen Mülleimer. Das macht man ja heutzutage so. So, der gute Rentner legt sich jetzt hier zum Schlafen hin. Aber du kannst mit Chihiro mal ein Mittagsschläfchen machen. Das wird schon gehen. Okay, Liebe spüren. Hör mal auf zu spielen. Rede mit dem Hund. Schach spielen könnt ihr auch mal wieder zusammen. Aber es wäre, glaube ich, gut, wenn du erstmal eine dunkle Meditation vornimmst. Dann kannst du schlafen gehen, nachdenklich duschen und das nächste Gemälde malen. So, streicheln, bürsten, spielen, küssen. Sein gruseliger Bruder, ne? Vorbild und gruselig zugleich. Aha. Und dann wundert er sich, wenn der Hund mal richtig in den Arm reinbeißt. Der ist aber auch süß, der Doggy, ne? Isaiah hat ihn ja zum Geburtstag als Welpe bekommen. Geschichte erzählen. Reden. Ich finde, das Zimmer ist echt toll geworden für so ein Kind. Sogar mit eigenem Fernseher. Ich spiele 24 Stunden die Sims. Ja, das machen wir gerade. Auf die Jagd schicken. Mal sehen, was uns der Hund anschleppt. Wie hat er mit Elu Bekanntschaft gemacht? Im Traum. Astrale Ebene. Der ist mal eben losgewandert und hat es nicht gemerkt. Und dann sind wir plötzlich in Insidious. Stimmt, der könnte mal. Warte, du gehst aber erstmal. Wir haben doch eine Mülltonne. Warum geht das nicht? Move Objects. So. Meine Freunde, das ist eine Mülltonne. Die darfst du benutzen, Isaiah. Da Müll leeren. Dann darfst du aufräumen. Den Tisch mit einer schicken. Was ist Borte? Egal, wir machen das mal. Und dann darfst du dir mal einen Kühlschrank holen. Ja, du darfst dir einen Kühlschrank holen, wenn du das gemacht hast. Du bist ein guter Junge. So. Er schläft hier schon friedlich in seinem Vampirgemach. Schwarz und schwarz durch und durch. Ja, das Zimmer kann Isaiah dann ja behalten. Hier kann man ja noch ein Hobbyzimmer draus machen oder so. Dann haben wir hier einen zweiten Wohnbereich. Und hier haben wir den ersten Wohnbereich, was man halt alles so braucht, ne? Ein Bad mit Toilette brauchen die dann zwar nicht mehr und die Küche auch nicht, aber wir haben sie dann. Oh, mir fällt auf, dass mal die Blumen gegossen werden sollten. So, Mittagsschläfchen ist vorbei, meine Freunde. Bewässern. Garten pflegen. Und du darfst da mal ernten.
Die werden ja schon nicht gleich verkommen, die Pflanzen. Das ist also Worte. Ich finde irgendwie ein bisschen doof, dass dieses Unterding hier weggemacht wird, wenn da Teller draufsteht. Weil ja genau das dahingestellt wurde, damit man einen Teller draufstellen kann. Aber nein, wir holen uns einen Pfannkuchen, räumen das, was wir extra hier draufgelegt haben, das räumen wir weg und essen dann ganz normal, als ob nichts wäre. So, du darfst Blumen weiterentwickeln. Nee, Gartenpflegen brauchen wir nicht. Weiterentwickeln. So, wie sieht's hier aus? Kannst du weiterentwickeln eigentlich? Ja, du kannst auch. Dann machst du das doch mal. Ich überlege gerade. Düngen. Nee, wir verkaufen das erstmal. Der Hund hat Angst vorm Geschirrspüler. Kann mal passieren. Hausaufgaben machen. In der letzten Pause wollte niemand mit mir spielen. Ich bin alleine rumgeklettert. Wenn das nochmal passiert, was soll ich tun? Sprich mit dem Lehrer, frage andere Kinder, ob du mitmachen darfst. Wir machen Konfliktlösung, weil den Rest, den kriegen wir ja so hoch. So. Dann darf er jetzt auf jeden Fall nochmal aufs Klo gehen, damit er nicht plötzlich dringend muss. Bestellung. Oh, er kann ja Void-Kreaturen kaufen. Oh, es tut mir leid. Spiel spielen, Rechenspiel. Nein, 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 nein. Oh. Sorry, Leute. Mal doch mal ein Gemälde. Und du setzt dich hier hin und kannst mit deinem Mann labern, während er malt. Er ist noch am Malen. Wir haben so eine schicke Lampe. Können wir dann auch irgendwie benutzen. So, dann darfst du mal Nachrichten schauen und über Gourmetspeisen reden, über neueste Spiele reden, von Ideen erzählen, was man halt so alles macht, ne? Nach Tag fragen, Bewunderung ausdrücken. Komplimente und alles machen. Was macht er jetzt? Umarmen. Beruhigen. Beruhige den Hund. Der Hund braucht keine Angst haben. Leckerchen geben. Loben. Bürsten. Spielen. Unser geiler Hund. Er sitzt lachend vor einem Rechenspiel. Das können auch nur solche Kinder wissen. Unser süßer Hund. Oh. Was läuft denn so in den Nachrichten? Die Feuerwehr hat ein Auto gelöscht, hat ein Haus gelöscht. Er macht erstmal mit dem Feuerwehrmann ein Interview, während die anderen arbeiten und er nicht mithelfen braucht. Lol. Was ist denn jetzt, Alter? Meteoritenanschlag? Ein Alien? Oh, Aliens. Oder, oh mein Gott, da knutschen die im Nachrichtenkanal? Okay. Da kommt ja immer das Gleiche, oder? Gut, dann guckt sie halt die gleichen Nachrichten, ist auch okay. Du darfst Abendessen servieren. Eine Asia-Hühnchenpfanne.
Du darfst mit ihm mal weiterlabern. Ästhetik beschreiben. Tag verschönern. Reparaturtipps geben. Über Farbtheorien reden. Ihr seid ja immerhin beide Maler, ne? Oh. Okay. Du gehst jetzt mal hier hin. Nein, ihr stand doch so schön nebeneinander. Dann geh mal hier hin. Und dann darfst du mal ein Foto machen. Der Hund, ey. Okay, das sieht komisch aus. Das ist eine blöde Ansicht. Geh mal hier hin. Weißt du was? Du gehst noch mal hier hin. Und dann gehst du hier hin. Und dann darfst du reden. Nein, du gehst nicht schlafen. Du wartest jetzt. Sie stehen ineinander. Warte, das sieht auch gut aus. Das ist echt gruselig, als ob da so ein Geist neben ihm ist, der da gar nicht hingehört. Redet ihr jetzt auch? Nein, was macht ihr denn? Ah, jetzt aber. Nein, jetzt setzt er sich da wieder. Oh, der Lappen, ey. Dann machen wir das Foto halt von hier. Nein, jetzt geht doch nicht hoch. Boah, meine Herren, ey. Okay, dann geh mal hier so hin. Dann kannst du ja mal ein Foto machen, wie dein Bruder mit Mutter und deinem Vater, beziehungsweise seinem Stiefvater. Nein, er ist zu nah dran. Nein. Was machen die jetzt? So, kann man das jetzt sehen? Boah, das ist aber auch süß. Okay, wir machen jetzt mal ein Bild, sonst kommen wir hier durcheinander. Geh mal hier hin. Sie ist da voll glücklich am Essen und Daniel labert sie voll. Warte, der kann doch auch ein Selfie machen, oder? Aber mach das mal in deinem Zimmer, das sieht bestimmt besser aus. Ich meine, für die Wand. So. Und dann darfst du jetzt schlafen gehen. Oh, warte. Oh, warte. Daddy, du kommst mal hier hin. Du gehst jetzt mal hier hin. Nein, hier muss doch jemand das Monster einsprühen. Okay, man braucht kein Monster einsprühen. Alles klar. Aber du kannst trotzdem deinen Vater fragen, ob er dich ins Bett bringt. Und Daniel kann ja mal schnell hier hingehen und ein Foto machen. So. Ja, wir warten mal, bis er Küsschen gibt. So. Oh. Das sieht gleich besser aus. Überhaupt nicht gruselig, dass dann der Stiefsohn da plötzlich auftaucht und erstmal ein Foto macht. So. Das hängen wir jetzt einfach mal hier hin. Und dann darfst du das nächste malen. Und du gehst hier schlafen. Und du gehst jetzt auch schlafen.
Und Isaiah schläft ja schon. So, wir werden jetzt aber nochmal die automatischen Lichter machen. Schon voll vergessen. Ich habe ja die Lichter extra angemacht. So. Jetzt hat er aber ein Bild. Haben wir die eigentlich benannt? Ja, ne? Ah ja. Beim Training. Isaias Geschenk, Welpe Amun. Okay. Papa bringt Isaias ins Bett. Wir wollen ja auch so ein bisschen Familieneindrücke hier haben. Toll. Die schönen Bilder. Da hat er seinen Finger vorgehalten. So. Isaiah als Kind nochmal. Das hier sieht noch so oldschool aus, als ob da so die Selfies noch nicht modern waren. Und dann kommt hier Isaiah. Amun weckt die jetzt aber nicht auf, oder? Dann gehen halt nochmal bitten, das Geschäft zu erledigen. So, perfekt. Du darfst meditieren. Und dann suchen wir uns mal. Was liegt denn hier Süßes? Oh, Shaky liegt da. Hier wird es bestimmt irgendwo einen Sim geben, der hier noch rumlatscht. Vielleicht. Da ist einer. So, Priya Delgator. Okay, der heißt zufällig. Egal. Oh, es tut mir leid, ich muss halt irgendwie niesen. Ey, ich wusste gar nicht, dass wir so eine Katze hier haben, die so einen Schmetterling auf der Nase hat. Oder ist das ein Wolf? Janik. Die Alte aussaugen. Mal gut, dass das gnadenlos, tadellos funktioniert. Wo ist die jetzt da? Flieg mal hier hin. Die Frau ist weg. Das gibt's doch nicht. Ey, die kann sich doch nicht in Luft auflösen. Was soll das denn? Meine Güte. Kann ich da nicht wenigstens Hunde aussaugen, die hier rumstreunen? Klasse, ey. Was haben wir denn hier Schickes? Eine Flauschekatze. Gareth. Geil. Flauschekätzchen. Ja, dann haben wir halt niemanden zum Aussaugen und müssen das Gemälde fortsetzen. Und dabei trinken wir dann halt einfach. Funktioniert immer echt toll hier. Ah, ich muss mir gleich mal was Neues zu trinken hier organisieren. Ich glaube, ich werde dann jetzt gleich noch eine Folge aufnehmen und dann erstmal Mittagessen. Und dann mal gucken. Wir haben es jetzt 11:35 Uhr. Also in real life, dass das jetzt in-game nicht gemeint ist, sieht man ja. Hust. Ja, ich muss um 14 Uhr los. Also mich fertig machen und dann losgehen irgendwann. Kannst du nicht nebenbei mit dem Hund reden? Reden. Okay. Strahlen.
streicheln, umarmen. Wir können ja mal gucken, ob es Livers auffällt, wenn wir ihm einfach so ein Bild irgendwo hinhängen. Das wäre meine Idee, oder? In die Küche. Huch. So, Name. Geschenk von Danik an Familie Kisan. Okay, geht nicht. Von Danik an Livers. So. So, mal gucken. Ich tippe mal, dass sich Livers jetzt aktuell nicht jede Folge einzeln anguckt. Verschönern wir seine Bude mal, indem wir ihm Bilder schenken. Was denn hier? Ach, da die eine Blume von dem Ding hier guckt da durch. Alles klar. So, das ist ein Bild, was wir dann verkaufen können. So, ich lasse es jetzt mal schnell laufen. Beziehungsweise ich mache erstmal Pause. So. Dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.